Die Frauenstrategie für Oberösterreich hatte sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Gleichstellung von Mann und Frau zu erreichen. Der Zwischenbericht nach 5 Jahren zeigt, dass sich schon viel getan hat, dass in manchen Bereichen aber noch Arbeit ansteht. Da gibt es viele. Mir ist wirklich auch wichtig, dass Frauen mutiger werden, und da braucht es eben auch Vorbilder, und jede Frau ist ein Vorbild für eine junge Frau, und das gilt in der Politik genauso wie in der Wirtschaft für die Lehrerin, die mit den Schülerinnen arbeitet, dass man sich gegenseitig unterstützt und eben ermutigt, den eigenen Talenten und Stärken nachzugehen. Es hat sich in den letzten Jahren viel getan. Wir diskutieren immer noch über die Themen Einkommensschere, Gender Pay Gap, Gender Pension Gap. Ich glaube, es ist ein stetiges Tun, und wir dürfen nie aufhören zu tun, damit wir dann, das Ziel ist ja Gleichstellung, überall zu 50% in allen Lebensbereichen erreicht haben. Ob bei Beruf und Ausbildung, bei finanzieller Absicherung, bei Kinderbetreuung oder auch beim Thema Gewalt. Überall, aber gerade bei Letzterem, geht es um Zusammenhalt, um Selbstbestimmung, Bewusstseinsbildung und auch Mut. Sensibilisieren, ansprechen und auch bewusst machen, dass Frauen auch hinschauen, dass Freundinnen hinschauen, dass die Geschwister auch hinschauen, dass man sich gegenseitig unterstützt, und wenn man sagt, ich glaube, du brauchst Hilfe, du brauchst jemanden, mit dem du sprechen kannst, wir helfen dir, wir sprechen das auch an. Die Verantwortlichen werden nicht müde, aufmerksam zu machen und von allen Beteiligten Maßnahmen einzufordern. Der Aufruf geht an alle Ressorts der Landesregierung, an die Unternehmen, an die Vereine, an die Organisationen, an die Gemeinden. Jeder und jeder kann etwas beitragen, dass Gleichberechtigung auch gelebt wird und wir hier noch viele Schritte weiterkommen. Auch die Gemeinden beteiligen sich mit Gleichstellungsbeauftragten an der Frauenstrategie. Und dort orte ich sehr viel Tatendrang, das auch in der Region umzusetzen. Und gerade die Regionen sind mir sehr wichtig, weil es da im Hinblick auf Mobilität, Pflegeaufgaben, flexible Arbeitsmodelle, Coworking Spaces sehr viel Potenzial gibt, und da freue ich mich schon auf die Zusammenarbeit für die Zukunft. Frau kann in Oberösterreich auf alle Fälle mit Zuversicht nach vorne blicken, denn ihre Anliegen werden wahr und vor allem ernst genommen.